Ich bin stolz. Patrick Lange hat diese Medaille mit dem sehr untertriebenen Benzel, wo Finisher draufsteht. Nein, er ist Dritter geworden beim Ironman in Hawaii und hat dafür diese wunderbare Holzschale und diese bezaubernde Kette bekommen. Patrick, wir haben vor 2 Jahren hier um die Ecke zusammen trainiert. Du warst total bescheiden und hast gesagt, auch mal eine Mitteldistanz gewinnen oder so. Was ist in den letzten 2 Jahren passiert? Was hast du richtig gemacht? Also ich habe den Trainer gewechselt, bin zu Faris Al-Sultan gegangen. Das war, glaube ich, der richtige Schritt. Faris, der Hawaii auch schon mal gewonnen hat? Der Faris Al-Sultan, der 2005 Hawaii gewonnen hat, genau. Und ja, seitdem er mich coacht, ist auch die Richtung ganz klar, die heißt Langstrecke. Und ja, offensichtlich liegt mir der Marathon mehr als der Halbmarathon. Und Alter, 2:39 bist du gelaufen. Die schnellste Marathonzeit, die je auf Hawaii gelaufen wurde. Ja. Wie geht das? Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so in den ganz hohen GR1-Bereichen eben einfach super schnell und super ökonomisch laufen kann. Beschäftige mich ja echt auch schon länger mit laufspezifischer Technik, habe einen extra Lauftechnik-Coach an der Hand. Kannst du für einen Laien mal erklären, was du an deiner Lauftechnik verändert hast oder was kann ein Freizeitsportler lernen? Kniehub oder so? Ja, das ist ja immer so, dass ja nicht auf der Ferse landen und aber so weh, wie mir meine Fersen nach dem Rennen getan haben. Keine Ahnung. Also nee, ich glaube einfach, dass man sehr viel über Körperposition und Fußaufsatz steuern kann. Und da geht es natürlich auch um viel Gefühl. So, also ich habe mich im Prinzip in des ganzen Rennens auf Hawaii wie in so einem Flow gefühlt. Also es war nicht so ein, oh, ich quäl mich jetzt da durch und muss die ganze Zeit drücken und drücken, sondern hört sich vielleicht blöd an, aber es hat sich immer so angefühlt, als ob das halt irgendwie, dass auch noch Luft nach oben ist und das ist halt so ein sehr, sehr flotter, schneller, harter Trainingslauf und du bist in so einem Flow drin, würde ich halt sagen. Das ist so ein, das ist irgendwie so. Das ist das, was sich alle Sportler immer wünschen mit diesem Flow, ja, und am Ende wird's doch Quälerei. War das Zufall oder kannst du dich in diesen Flow hintrainieren? Oder hast du einfach Glück gehabt? Ja, ich kann mich dahin trainieren. Also ich merke das auch so in dem Saisonaufbau, dass dann die Grundlagenläufe immer schneller werden mit weniger Puls und ich mich dann sozusagen immer geiler fühle beim Laufen. Und jetzt die letzten, also zum Beispiel die letzten 30 Kilometer Dauerläufe bin ich bei 35 Grad in Texas in den Woodlands mit einem 3:52er Pace gelaufen mit mit so 145 Puls im Schnitt, also wirklich super niedrig und da habe ich gemerkt so, okay, jetzt so langsam kommt die Form und da habe ich mir echt nur so gedacht, okay, wenn du jetzt 3:52 laufen könntest in Kona, das wäre mega gut. Ja. Und jetzt war es dann 3:48. Also wir lernen daraus, fahrt nach Texas, lauft 30 Kilometer bei 35 Grad in der 3:52er Pace, dann lauft ihr hinterher 3:48. Ein Wort vielleicht noch so zur Ernährung und so Sachen. War es nicht Faris Al-Sultan, der nach seinem Sieg 2005 erstmal zu Burger King ist und sich da so ein Doppelwhopper reingepfiffen hat? Ja. Ja. Also auch da hast du von Faris viel gelernt. Viel Kohlenhydrate und schlechtes Fett. Das ist natürlich das ist ein After Race und da habe ich mir auch mein McDonald's gegönnt und ja. Aber es ist schon so, dass ich auch in der Ernährung ein bisschen was verändert habe. Dadurch, dass ich sehr viel Krafttraining jetzt auch gemacht habe, also wirklich ganz klassisches Krafttraining. Im Kraftraum, so ja. Richtig mit den ganzen Jungs dazwischen mit meinen 62 Kilo so, ey. Aber ich habe dann auch 4,5 Kilo zugenommen. An Muskeln. Ja, offensichtlich. Ja. Sehr niedriger Körperprozent Fett und dann das hat mir irgendwie total gut getan. Es hat mir im Schwimmen gut getan, es hat mir beim Radfahren gut getan und beim Laufen hat es mir einfach irgendwie scheinbar Substanz gegeben, dass ich einfach dies so durchlaufen kann. Ja. Und das war echt so das Krasse, also dass ich eben diese 4,5 Kilo oder 5 Kilo zu Spitzenzeiten. Ja. Und da hat er halt einfach gesagt, so ess viel, du trainierst viel, isst viel Proteine und so weiter und ja. Hammer. Also Jan Frodeno, wir lieben dich. Ja, wir haben immer an dich geglaubt. Ja, ich habe dich mal besiegt mit meiner Staffel beim Triathlon. Ich weiß, da kommst du nicht drüber weg. Aber dieser junge Mann, ja, der wird dir so die Hölle heiß machen. Nächstes Jahr Kona wieder. Ja. Ich meine, du musst jetzt leider mindestens Zweiter werden, ne? Dritter Platz, oder? Also du sagst, es ist noch Luft nach oben. Ja, also das, sonst könnte ich mich morgens nicht mehr aus dem Bett quälen für den Sport, glaube ich. Also
Von daher gut, dass ich Dritter geworden bin. Ja. So, ich wollte ja nach Hawaii, wenn ich 70 bin, das ist gar nicht mehr so lange hin. Ich hoffe, bis dahin ist er nicht mehr dabei, um mich zu demütigen. Patrick Lange, der neue, alte, neue, junge Stern am Triathlon-Himmel. Wir knien nieder vor Bewunderung und sagen, hey, wow, ne, so eine Kette, so eine Holzschale, ne, die möchten wir auch mal irgendwann haben. Weiter so, Patrick, super. Ja, danke, ja? Danke dir.